Ja, die Evo ist wirklich so Arsch, Bro. In dem Lockbait-Deck ist einfach die Kurve aus Evo unnötig, Bro. Evo-Barrel hart. Hart Arsch. Ja! Das neue Evolutions-Gomben-Barrel ist endlich in Clash Royale draußen. Ich kann euch sagen, nach ein, zwei Tagen Spielen ist es eine riesen Enttäuschung. Das gehört zu den schlechtesten Evolutionen in ganz Clash Royale. Was ist deine Meinung dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und auf jeden Fall erkläre ich euch heute im Video, warum das Evolutions-Gomben-Barrel unfassbar schwach ist und warum es auch noch einen Bug im Spiel gibt zu dem Evolutions-Barrel, was einfach das komplette Feature zerstört. Wenn ihr solche Videos zum Beispiel verpassen wollt, gerne den Kanal kostenlos abonnieren und denkt sehr gerne an Critical Morten im Shop. Digga, dass man das Evo-Barrel sehen kann, ist so geisteskrank. Das macht es halt noch ässiger. Wo ist der Sinn vom Evo-Barrel, wenn halt das ganze Feature nicht funktioniert, wenn du es halt mit Star-Level erkennst, wo es hinfliegt, geil. Lässige Hacke, Tommy. Soll ich euch mal hier sagen? Seid ihr Hacke oder was? Naja, Wagnarok. Du bist eh relativ dumm. Hast du dich für CL qualifiziert, Wagnarok? Sei ehrlich. Ja. Oh, nee, Digga. Oh, Mann. Was ist eigentlich aus CR geworden? Plötzlich sucht Sodek auch noch einen Analysten. What happened to the game I loved? Ich weiß nicht, woher die Leute die Hacke haben. Das müsst ihr die Leute fragen. Sowas wie zum Beispiel Timmy oder so. Guter Punkt, Wagnarok. Normalster Gegner mit Pfeile-Dings. Habt ihr das Deutschlandspiel geschaut? Digga, ich schwöre, ich krieg wieder Flashbacks von der WM, Digga. Die Chanceverwertung hat wieder gescheppert, es nervt. Ich schwöre, es kann nicht sein, dass Deutschland seit Jahrhunderten eine schlechte Chanceverwertung hat, Bro. Es ist geisteskrank am Scheppern. Danke, Tom, für die 35 Monate. Ich krieg wirklich, die Stimmen werden wieder lauter, Bro. Die Stimmen werden wieder lauter. Immer gekauft jede Season. Sieben ist krass, ich weiß, Jungs. Soll ich noch was sagen, was krass ist? Mein Schwanz. Umgepusht. Bitte nicht solche Fragen stellen, es nervt. Auf allzu Level, ja, aber ich bin ja Maxed Out Level so, hä? New Kira G, was geht, Alte? Warum hast du auch diese komische Schmutzhacke? Umgepusht heute in der Arena auf Flasche gesetzt. Naja. Leider ist umgepusht, seitdem das Schwein tot ist, nicht mehr der alte. Seitdem Vinny Jr. vor den Dortmund-Fans komische Sachen gemacht hat und das Schwein tot ist, ist umgepusht nicht mehr der alte. Oh ja, Mittelfinger, mein Arsch. Ich mag das bitte richtig tief.
Ah, Winnie echt Nell, sage ich. Bro, der Typ ist echt ein Wichser. Er ist halt so einer, keine Ahnung, Mann. Mann, ich will halt, nee, ich wünsche halt niemandem was Schlechtes so. Aber bitte geh mir nicht weiter auf den Sack. Ich weiß nicht, ob ich den Ritter nicht getroffen habe. Tobi, danke für 27. Evo Kobaltfass, das siehst du gleich. Kuppel. Jo, die Evo ist echt Arsch. Ich will nicht sagen, ich hab's gesagt, aber ich hab's gesagt. Moin, Freakshape, was geht? Wollt ihr wieder die Fix anheben oder was? Jungs, die Stimmen werden schon wieder lauter. Ich bin jetzt hier 23 Minuten live und ich krieg schon wieder Psychosen von Koboldfassbug. Supercell kann mir das nicht antun. Supercell kann mir das Realtalk nicht antun mit den ganzen Bugs. Die Stimmen werden immer lauter. Jede zwei Sekunden fragt jemand, ob das Koboldfassbug ist. Ja, es ist ein Bug! Bitte mal keine Bugs bringen, dass mich nicht die Leute die ganze Zeit fragen, ob es irgendwelche Bugs gibt. Es ist ein Bug, bitte. Hört auf, so überraschend zu reagieren. Ihr tut so, als ob irgendwie, keine Ahnung, Digga. Bro. Als ob es irgendwie so ein Wunder wäre. 99% der Sachen in Clash Royale sind verbuggt. Was ist denn Bug, Bro? Deine Mom. Das ist kein Feature, Tommy. Tommy manchmal auch sehr dumm. Oh Mann. Tommy chillt so viel mit den falschen Leuten. Stimmt mit dir. Ho. Ich bin ein falscher Leute. Obwohl ich eigentlich so der Heilige bin. Ho, der Heilige. Rocket. Ja! Warum findet ihr, ich bin der beste Streamer, der mit seinen Mods gut umgeht? Also toll, nochmal danke für 26. Kobaltenkuss. Klar, danke. Wo hatten wir gerade eine. Digga, wieso sind eigentlich so viele Non-Subs im Chat? Back to back to back Non-Subs. Leute, hallo! Was ist denn los mit euch? Alles gut? Was ist los? Redet mit mir über eure Probleme im Leben. Was? Was bedrückt euch, Chat? Alle jetzt einmal sagen, was euch bedrückt. Was für Nonsens gibt? Ja, das fühle ich. Alarm! Soll ich sagen, was mich zum Beispiel bedrückt? Hurenluhn am Turm. Wurde vor einer Woche operiert. Wo? Mündlich habe ich, naja, mündlich habe ich, muss man ja nicht lernen. Du musst ja nur reden, so. Also, keine Ahnung. Verstehe das Problem nicht. Was
Also manche Leute sind echt dämlich. So. Uzi, ich bin der Scherenwirt. Genau, anscheinend auch. Mann, fick wird Arsch in mein Arsch sahen. Fick wird. Brauchst du einen Platz? Geboren. Mal schauen, wann du in der Challenge kommst. Das Ding ist, Bix und Streamer fast gar kein CR mehr. Und wenn dann halt zu Zeiten, wo ich keinen CR streame. Da hebe ich halt die Schere. Morgen gibt es übrigens auch erst wieder wahrscheinlich einen Late-Night-Stream. Ich gehe vorher was essen. Fett. All-You-Can-Eat-Chinese, Digga. Auf eure Nacken. Danke, Chat. Ah, jetzt bereut ihr das, was ihr mir ermöglicht habt, ne? Ja, jetzt bereut ihr das. Oh, Mann. Gibst du mich ein? Nee, sorry, Digga. Geh selbst für dein Geld arbeiten. Nutte. Oh man. I think mine is not thought about that, but I think night is just way better overall, currently no matter. Oh man. Frag Salo, aber wann gehst du mal mit Salo auf ein Date, Tommy? Oh ja, Salo kackt dann ins Essen. Salo ist der beim Buffet aus der Schale frisst. Habe ich euch schon mal die Molite-Schalen-Story erzählt? Ich weiß nicht, ob ich die public machen soll, weil die ist schon geisteskrank. Eigentlich bin ich schon nervös, wenn ich sie public mache, Bro. Aber es ist wirklich geisteskrank. Danach versteht ihr auch, warum Mugi der Goat ist. Gehört mit zu, Chat. Ich habe sie vielleicht schon mal erzählt. Ich weiß nicht, ob ich sie schon mal erzählt habe. Okay, wir waren im Supercell Headquarter. Bei Worlds. Dieses Worlds. Ich lasse noch ein paar Einzelheiten weg, weil die sind ein bisschen privater, da will ich ihn nicht zu sehr auf den Pimmel treten. Aber, Bro. Wir waren halt im Supercell Headquarter, also so richtig förmlich, so von Supercell eingeladen, Bro. Die hatten da irgendwie so 5-Sterne-Köche, also die haben da wirklich so Leute, die für die immer Essen machen. Für die Leute, die auch bei Supercell arbeiten, die immer jeden Monat die krassen Balance-Changes bringen. Die haben halt irgend so, die Leute, die da arbeiten, das sind halt irgendwelche 5-Sterne-Köche. Die haben ihre eigenen Restaurants in Finnland und nachmittags oder abends kochen die halt immer für die Supercell-Mitarbeiter. Und die haben halt extra für uns gekocht, Digga. Und es war halt wirklich geisteskrankes Essen. Also so richtig geisteskranke Qualität, so Fleisch und so übelst geisteskrank. Also richtiges Schickimicki-Schnösel-Essen, Alter. Und es war halt im Buffet, Digga. Und da gab es halt auch so Schnösel-Essen und normales Essen, Bro. Und da war halt... Die haben halt das in Buffet auf unseren Tisch gestellt, so mäßig. Also wir hatten immer so Gruppentische. Ich war halt, ich glaube, ich war mit Faust, Mo, Riley und Ian. Bro, ich schwöre, Riley ist auch der größte Psychopath, Bro. Ian, Faust und ich waren eigentlich die einzig Normalen am Tisch. Der Rest war komplette Psychose.
Und, Digga. Dann wollte erstmal Mo am Anfang nichts essen, so, weil er noch irgendwas anderes vorhatte. Und dann hat er erstmal gefragt, ob er was essen kann. Bro, und da war einfach so eine Kartoffelschale, Digga. Und dann meinte ich, natürlich kann er was essen, er soll sich einfach irgendwas nehmen. Digga, und dann hat er... Das ist wirklich geisteskrank. Das Ding ist, ich musste so lachen und mein Lachen unterdrücken. Und es tut mir so leid eigentlich, weil es so eine cringe Situation war. Bro, er hat einfach aus der Schale gegessen, Digga. Er hat sich nicht auf seinen Teller getan, er hat einfach aus der Schale gegessen, Bro. Digga, das war so weird, weil danach konnte es einfach niemand mehr essen, Digga. Es war so eine weirde Situation, Bro. Digga, weil er so, er hat so um sich geguckt und dann meinte so, jo, kann er es wirklich essen, Digga? Meinte ich so, ja, natürlich, Digga. Und dann nimmt er sich einfach die Schale und isst einfach draus, Digga. Und da war irgendwie noch die Hälfte drin. Und danach, nachdem er fertig war und es war so richtige cringe Stille. Ja, Digga, hat das einfach zurück in die Mitte gestellt, Bro. Alter, das war wirklich die geisteskranke, also das war wirklich eine geisteskranke Psychose, Bro. Also Real Rap, das war geisteskrank, Alter. Das war Real Talk, so geisteskrank unangenehm. Ich musste halt so lachen, Digga. Ich hatte auch ein bisschen Intus so. Und Faust auch, Digga. Und wir dachten beide so, what the fuck geht jetzt hier ab, Digga? Oh Mann, Alter. Deswegen ist Mo wieder Goat. Alter, Bro, also das, Digga, das geht wirklich gar nicht klar. Fickbars und Nashi, danke Fickbars. Digga, hier spielt Bait, das nervt. Oh Mann. Namen Chat, Namen. Natürlich, Karl. Dumm. Ich hasse Salo, Salo. Schreib wirklich nur Müll im Chat. Ey, wir haben 15. Naja, Karlitsch ist auch irgendwie so 70%, dass die mehr Deutsche im deutschen Nationalteam wollen, oder wie sie es gesagt haben. Also ich höre nicht so gerne auf Statistiken. Ich könnte jetzt auch eine Abstimmung machen und sagen, yo, ist Karl ein Hurensohn? Ich glaube, die meisten würden für ja stimmen. Also wirst du sagen, du bist ein Hurensohn oder was? Dann muss ich dann auch so weirde Geringverdiener-Placements machen wie du. Echt, Salo? Ich dachte, man verdient damit nichts. Och Mann. Der Gegner spielt nicht schlecht. Ist ein guter Clasher.
Was hier hab ich? Digga, ich kann euch die ganze Zeit gegen Bait Mirror spielen, Bro. Gibt's auch noch andere Decks? Außerdem ist fucking Evo Barrel so useless in dem Mermaid. Also allgemein in jedem Matchup gefühlt useless. Irgendwie ist Evo Barrel hart. Hart Arsch. Aber so richtig hart Arsch. Digga, ich kann nicht die ganze Zeit Lockbait Mirror spielen. Bro, ich krieg AIDS von, wirklich den AIDS von diesem Barrel. Digga, weißt du was denn eigentlich, was Dagger Duchess ist? Bitte die Stream Elements lollen. Jetzt muss ich das timeouten. Karl, lass den Mittelfinger marsch. Oh Mann, wieso haben die Mods den Chat nicht im Griff? Das nervt. Oh, Basti, du bist Non-Sub im Prime-Logo. Du wirst eher gebannt, als du Mod wirst. Ja, ist ernst geil. Hab genießt. Danke, Chat. Gib mir die Wichstücher, bitte. Okay, Basti, sehr gut. Jeder hat eine zweite Chance verdient. Manchmal rülpt sich Chat. Aber das passiert vielleicht einmal im Stream. Jetzt sind wir wieder im Geschäft. Ja, die Evo ist wirklich so Arsch, Bro. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass du in einem Lockbait-Deck. Digga, in einem Lockbait-Deck ist einfach das Koboldfass. Die Koboldfass-Evo unnötig, Bro. Das gibt mir richtig krass AIDS. Digga, Eisgeist ist gefühlt besser, Bro. Digga. Und Eisgeist ist die größte Arsch-Evo. Aber mit der kriegst du immer noch Value. Digga, ob ich jetzt... Digga, die Koboldfass-Evo macht einfach keinen Unterschied, Bro. Die ist einfach so useless. Sie macht einfach keinen Unterschied, Bro. Der Eisgeist macht immer noch einen Unterschied. Ich krieg komplette Psychosen. Bro, Mika, du guckst doch den Stream seit einer halben Stunde. Du siehst doch was. Du siehst doch, wie es aussieht, oder nicht? Alle mal Sahne in den Chat, wenn ihr das exklusive Banner gewinnen wollt. Letzte Chance, danach bin ich off. Also nochmal alle Sahne in den Chat, heidi alla. Der Evo-Fass ist ja wirklich... Also ich wusste, dass es erst sein wird, aber das ist ja wirklich geisteskrank.
Maxim hat einen Banner gewonnen, bitte melden, bitte melde dich. Wenn du dieses exklusive Banner entgegennehmen willst. Also bei 1-1 ist Evo Barrier ja wirklich überragend. Da bringst du richtig viel. Sehr nice. Hat sich der zweite Gewinner schon gemeldet? Ja, ich habe keinen Bock mehr, Chat. Also jetzt gerne noch kurz das Giveaway machen. Ich habe keinen Bock mehr zu clashen.